Hallo und herzlich willkommen hier auf Viruella.de. Dies ist wieder ein Aufgabenvideo. Ihr habt euch natürlich die Aufgabe schon angeschaut und selber gerechnet und vergleicht nur noch mit dem, was ich euch jetzt hier zeige. Es ging um eine vollständige Induktion. Man sollte diese Formel da oben zeigen. Also die Summe über alle Kubikzahlen sollte genau mit dieser Formel hier berechenbar sein. Nun, ich habe mit Rot hier schon ein bisschen was vorgefertigt. Das soll euch nur zeigen, dass in der Induktion eigentlich immer nach dem gleichen Schema abgeht und man Dinge da einfach hinschreiben kann, obwohl man noch nicht mal weiß, was man tut. Also das hier, was in Rot dasteht, ist das Grundgeschrift einer vollständigen Induktion. So muss es auf jeden Fall ablaufen. Das müsst ihr euch wirklich einfach merken. Nun, der Induktionsanfang, n ist gleich. Da setzt man die kleinstmögliche Zahl ein, für den die Formel gelten soll. In unserem Fall soll sie für alle Zahlen gelten, also die kleinstmögliche, die 1. Ich soll die Formel für 1 überprüfen, dann steht hier 1 hoch 3 ist gleich 1 Quadrat plus 1 plus 1 ins Quadrat durch 4. 1 plus 1 ist 2, ins Quadrat gibt 4. Hier steht also 4 durch 4. 4 Viertel sind natürlich 1. Das heißt, der Induktionsanfang, der erste Teil der Induktion, stimmt. Es kommt also dann immer zur Induktionsannahme. Die findet sich im Induktionsschritt und da steht eigentlich immer für ein beliebiges n, das fest gewählt ist, also oder kurz gesagt, für ein beliebiges, aber festes n gilt, na, was soll da gelten? Eben genau das, was wir beweisen sollen. Also 1 plus und so weiter, die Summe über alle Kubikzahlen soll sein n Quadrat mal n plus 1 ins Quadrat durch 4. Auch das kann man nicht immer hinschreiben, weil das steht auf jeden Fall in der Aufgabe. Dann geht es weiter mit der Behauptung. Da soll es einfach, sagt dann einfach, man behauptet, wenn es für n gilt, dann gilt es auch für n plus 1. So, jetzt muss man zum ersten Mal ein bisschen was tun. Man muss das, was man beweisen soll, für n plus 1 umschreiben. Also, unsere Summe geht jetzt nicht bis n, sondern sie geht bis n plus 1. Also steht hier n hoch 3 und n plus 1 hoch 3. Und dementsprechend natürlich auch unser Bruch hier hinten, n plus 1 ins Quadrat und n plus 1 plus 1, also n plus 2 ins Quadrat. Und das Ganze natürlich weiterhin durch 4. So, und dann der Kern der Induktion. Und jetzt kommt eigentlich das, was wirklich Arbeit ist, der Beweis. Aber ihr seht, wie viel man eigentlich schon hinschreiben kann, ohne wirklich viel tun zu müssen. Also merkt euch das Rote wirklich sehr gut. So, wir versuchen das zu beweisen. Man beginnt eigentlich immer. Hier ist eine Gleichung, das heißt, man muss sagen, die linke Seite ist gleich mit der rechten oder umgekehrt. Ich beginne eigentlich traditionell immer von der linken Seite. Also 1 hoch 3 plus, naja, bis n hoch 3 plus n plus 1 hoch 3. Ich möchte das umschreiben. Auch hier, eigentlich in Beweis müsste irgendwann mindestens einmal die Induktionsannahme einbringen. In dem Fall geht es direkt am Anfang, die Induktionsannahme hier oben finde ich direkt hier wieder und kann also sagen, das ist nichts anderes als n Quadrat mal n plus 1 zum Quadrat durch 4 und das Ganze halt noch plus n plus 1 hoch 3. Den Teil der Summe konnte ich nicht umschreiben. Nun, ich muss hier weiter überlegen. Naja, guck mal, da oben ist natürlich ein Bruch, das heißt, ich versuche hier auch einen Bruchstrich hinzubekommen. Ich muss mit 4 erweitern, also das ist gleich wie 4 mal n plus 1 hoch 3 durch 4. Und dann kann ich das auf einen Bruchstrich schreiben, da steht ja nichts anderes als n Quadrat mal n plus 1 zum Quadrat plus 4 mal n plus 1 hoch 3 durch 4. Was ich jetzt mache, ich schaue mich hier oben an, was will ich eigentlich? Ich will n plus 1 mal n plus 2, das jeweils im Quadrat haben. Ich sehe, hier steht n plus 1 im Quadrat und hier steht n plus 1 hoch 3. Ich möchte n plus 1 im Quadrat ausklammern. Das macht für mich die ganze Sache viel einfacher. Also schreibe ich das mal so hin, dass ich das wirklich ausklammern kann. N Quadrat mal n plus 1 ins Quadrat plus 4 mal n plus 1 ins Quadrat und dann bleibt hier noch n plus 1 stehen. Das hier zusammen gibt n, hoch 3, n plus 1 hoch 3. Das Ganze natürlich durch 4. Nun klammern wir n plus 1 ins Quadrat einfach mal aus. Also n plus 1 ins Quadrat.
ins Quadrat, mal, dann bleibt hier noch das n Quadrat stehen, plus, naja, 4 mal n plus 1. Wenn ich n plus 1 hier ausklammere. Das Ganze weiterhin durch 4 und gucken, dass alle Klammern zu sind. Das soll das gleiche sein wie hier oben. Das heißt, wir müssen gucken, ob das hier n plus 2 ins Quadrat ist. Wir multiplizieren es mal aus. Dann steht hier noch n Quadrat plus 4n plus 4 durch 4. So, hier ist wieder mal so ein typischer Fall, wo man die binomische Formel anwenden können muss. Vor allem auch in der Rückrichtung, also wissen, dass das hier nichts anderes ist als n plus 2 ins Quadrat. Einfach die binomische Formel. Ansonsten rechnet einfach mal das aus, n plus 2 ins Quadrat, Schritt für Schritt. Und ihr seht, da steht genau das Gleiche. Also steht hier nichts anderes als n plus 1 ins Quadrat plus n plus, natürlich plus, sondern mal, also n plus 1 ins Quadrat mal n plus 2 ins Quadrat durch 4. Wenn der Beweis fertig ist, müssen wir ein Gästchen machen. Ihr seht, das habe ich auch schon in Rot hier unten hingeschrieben. Naja, weil es bei jedem Beweis vorkommen muss. Also merkt euch bitte, alles was hier rot an der Tafel ist, sehr gut. Und das Schwarze müsst ihr halt jedes Mal wieder neu dazu hinbekommen. Aber mit dem roten Teil seid ihr schon gut dabei. Schaut wieder mal auf www.jurel.de vorbei. Dort findet ihr noch deutlich mehr Aufgaben zur Vollständigkeit.